Seit heute ist es offiziell. Steven Schönfeld, der Torjäger des 1. FC Quickborn, wechselt zur nächsten Saison zum HFC Falke. Steven, du wirst deinen Herzensverein verlassen, den 1. FC Quickborn, und zum HFC Falke wechseln. Wie kamst du dem Wechsel? Ja, die Kontakte waren da. Ich wurde angesprochen von Mirko Basner und von den Nils Kunze Brake. Daraufhin hat ein Treffen stattgefunden mit den Trainern. Wir haben uns zwei Spiele angeguckt. Das hat uns überzeugt. Wir haben Lust auf dieses Projekt. Und das ist keine Entscheidung gegen Quickborn, einfach nur für den HFC. Du hast 16 Jahre lang für den 1. FC Quickborn gespielt. Du hast eine Menge Tore geschossen. Wie schwer fällt dir der Wechsel? Und ist dir auch die Entscheidung gefallen, zum HFC Falke im Sommer zu wechseln? Leicht ist er natürlich nicht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das auch. 16 Jahre sind nun mal 16 Jahre. Andererseits, wie eben schon gesagt, Colin Heath kommt mit. Das ist für mich eine große Unterstützung. Warum ist im Endeffekt die Entscheidung auf den HFC Falke gefallen? Inwieweit spielt da auch die sehr, sehr stark ausgeprägte Fankultur für dich eine Rolle? Wir haben eben schon gesagt, wir haben uns da zwei Spiele angeguckt. Das hat uns sehr angetan. Die Kulisse, also die Fans, alles drumherum, das Umfeld, ist einfach der Hammer. Und das ist ein Riesenprojekt, woran wir ganz gerne von Anfang an teilnehmen wollen. Welche konkreten Ziele verfolgst du persönlich mit dem HFC Falke? Wir wollen natürlich schön Fußball spielen für die Fans, wollen natürlich den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen und einfach eine geile Saison haben. Du hast in den letzten 3 Jahren über 100 Tore geschossen. Auf was für einen Steven Schönfeld dürfen sich die Fans vom HFC Falke freuen? Ich hoffe natürlich auf den gewohnten Steven Schönfeld, der seine Tore macht. Andererseits sage ich, wir sind eine Mannschaft, wir wollen ein Team sein und wir möchten den Fans einfach geilen Fußball bieten. Stevie, danke dir fürs Interview.